Ich möchte im Namen der CDU Deutschlands ganz besonders natürlich zunächst einmal dem Wahlsieger gratulieren, Peter Tschentscher. Er hat diese Wahl gewonnen. Es ist vor allem sein persönlicher Sieg als Amtsinhaber. Ich will gleich auf den Punkt kommen und nicht drum herum reden. Es ist ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands. Es ist ein historisch schlechtes Wahlergebnis für die CDU in Hamburg, und daran gibt es nichts schönzureden. Und gleichzeitig möchte ich mich bedanken beim Markus Weinberg, dem Spitzenkandidaten der CDU Hamburg, sowie Roland Heinze als dem Landesvorsitzenden unserer Partei in Hamburg, allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern und allen Kandidatinnen und Kandidaten. Sie haben einen schwierigen Wahlkampf geführt, der begonnen hat in einer schwierigen Ausgangslage. Es gab offensichtlich ein Duell, vor allem zwischen dem Amtsinhaber und den Grünen. Und die Ereignisse in und um Thüringen haben nicht geholfen, dass die CDU in Hamburg auf ihre Konzepte, auf ihre Ideen, auf ihre Pläne für Hamburg hinweisen konnte. Das, was in Thüringen passiert ist, und alle Diskussionen, die mit Thüringen in Zusammenhang waren, waren alles andere als Rückenwind für die Wahlkämpfer der CDU in Hamburg. Wir werden alles Weitere morgen im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU Deutschlands beraten. Herzlichen Dank.